sich am heutigen Abend kein großer über 50, 100 oder 500-jährigen Jubiläum. Für einen Kleinstaat, sagt Herr Mager, glaube ich, auch genau die richtige Größe. Ich sehe eine Hundertschaft von Zuhörerinnen und Zuhörern, die das Landesjubiläum 60 Jahre in Tübingen miteinander begehen möchten. Und natürlich begrüße ich die dazu eigens angereiste Staatsrätin, Frau Gisela Erler, Mitglied des Landeskabinetts. Herzlich willkommen. Ich möchte natürlich nicht versäumen, Ihre Exzellenz, den Rektor Bernd Engler, zu erwähnen. Ich sage jetzt nur noch Ihre Exzellenz, Sie wissen warum. Und meiner großen Freude Ausdruck verleihen, dass Ihnen das Landesjubiläum wichtig genug ist, diesen Saal wieder aufzusuchen. Ein gern gesehener Gast, und neben ihm sitzt der Präsident des Landgerichtes, Herr Frey. Sie sehen also, dass die einschlägigen Institutionen, Frau Staatsrätin, sich die Ehre geben, Sie hier heute Abend reden zu hören zu wollen. Mir ist eine relativ offene Aufgabenstellung zuteil geworden. Ich möge was über das Landesjubiläum sagen und nicht zu lange reden, damit ich nicht der Hauptredner im Wege stehe. Ich begrüße natürlich dann noch die anwesenden Gemeinderäte und Sie, sehr verehrtes Publikum. Und was kann man da als Oberbürgermeister sagen? Also zuerst mal denke ich, die 60 Jahre Baden-Württemberg sind zweifellos ein Erfolg. Aber aus Tübinger Sicht hat man ganz am Anfang einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Denn Sie alle wissen ja, dass Tübingen im Mittelpunkt des Landes ist, der geografische Mittelpunkt Baden-Württembergs ist Tübingen. Frau Staatsrätin, wenn Sie heute Abend noch nichts vorhaben, kann ich auch gerne einen Spaziergang mit Ihnen dahin machen. Wir brauchen einen Regenschirm, aber es gibt da ein Monument, das dies belegt. Es wurde von der Universität ermittelt und ist also geometrisch richtig. Der Nullpunkt der geometrischen Vermessung Württembergs befindet sich im Schloss, und zwar im Turm. Dort ist die geometrische Null des württembergischen Vermessungssystems. Und deswegen ist eigentlich ziemlich unverständlich, warum man bei der Wahl der Hauptstadt 1952 auf die deutlich weniger schöne Stadt Stuttgart gekommen ist. Der Fehler ist wohl nicht mehr korrigierbar. Es ist übrigens auch nicht so, dass Größe dabei ausschlaggebend sein müsste, denn es war damals in Deutschland eine gute Tradition, dass man nicht allein nach Größe ging, sonst hätte Bonn niemals Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland werden können oder Mainz Hauptstadt von Rheinland-Pfalz oder Wiesbaden Hauptstadt von Hessen. Also es ist keineswegs selbstverständlich, dass man einfach die größte Stadt zur Hauptstadt macht. Es gibt gute Gründe, das nicht zu tun. Nun gut, Baden-Württemberg hat sich anders entschieden, hätte man das damals getan, wäre vielleicht manches anders gekommen. Man hätte sich jetzt die Frage gestellt, wie man Stuttgart an den Schienenknoten Tübingen anbietet. Aber man hätte keinen Twitter-Dialog gebraucht und auch keine Tieferlegung irgendeines Bahnhofes. Wir hätten mit Sicherheit längst eine schnelle Schienenverbindung nach Zürich, um von Hauptstadt zu Hauptstadt verkehren zu können. Also manches wäre besser gekommen. Möglicherweise wäre auch die Unterbringung der Regierung ganz gut geglückt. Und des Parlaments. Wir haben ja in Tübingen den Landtag dann aufgebaut. Nur nicht für den Landtag, sondern halt für den Rektor und seine Universität. Wenn Sie das nicht wissen, es steht eine 1:1 Replik des Landtags oben auf dem Schnarrenberg und ist jetzt eben ein Forschungsgebäude geworden, weil man sich halt einen anderen Nutzer gesucht hat, nachdem der Landtag nicht kommen wollte. Wir bedauern das. Die Universität aber natürlich hat sich gefreut, auch wenn sie jetzt allmählich das Gebäude so abgenutzt hat, dann kann man übrigens sehen, anscheinend wird in Universitäten mehr gearbeitet als im Landtag, weil der Landtag steht noch ziemlich gut da, der ist relativ unversehrt. Wir haben dieses Forschungsgebäude so abgenutzt, dass wir es jetzt abreißen müssen. Das sind kleine, aber feine Unterschiede, was 60 Jahre so ausmachen können. Also da ist sicherlich ein Fehler gemacht worden, ansonsten aber leben wir als Tübinger gut in Baden-Württemberg. Wir können uns nicht beklagen, das Land bedeckt uns üppig mit Landeseinrichtungen, Forschungsinstitutionen und die dazugehörigen Mittel, nicht üppig genug natürlich, aber ich denke, dass wir uns nicht beklagen können, und zwar unabhängig von der jeweiligen politischen Couleur. Also durchaus ein Grund, sich zu freuen, wenn das Land ein solches Jubiläum feiert. Nebenbei, dass der Landtag vor 10 Jahren dann in Bebenhausen getagt hat, war mein letzter Bezug zum Landesjubiläum noch. Eine persönliche Bemerkung anzufügen. Damals war ich ja Mitglied des Landtags, als das Rundjubiläum gefeiert wurde mit etwas größerem Aufwand. Und da hatten wir immerhin mal wieder ein Landtags, es waren nur 2 Tage, die der Landtag getagt hat, eine Landtagssitzung
Mittwoch und Donnerstag in Tübingen zu Gast. Der Aufwand war dieses Jahr zu groß und bis zum 100. ist es zu lang. Also möglicherweise erleben wir beide das nicht mehr, dass der Landtag wieder in Tübingen tagt. Aber es war eine schöne Geste, das damals gemacht zu haben. Und es gibt ein schönes Buch, das die Landeszentrale für politische Bildung herausgegeben hat. Ich habe es einmal durchgeblättert und den Hinweis, dass es da einen Artikel gibt, der für mich besonders interessant sein wohl beachtet. Es gibt einen Artikel über den Hohen Asperg, auch ein wichtiger Ort der Landesgeschichte. Und ich war sehr erfreut, dass dort auch ein Insasse aus meiner Familie und seine Geschichte dargestellt wird. Mein Vater war länger als ihm libysch und als mir libysch auf dem Hohen Asperg zu Gast. Die Justiz hat ihn dorthin geschafft, Herr Frey. Könnte da längere Geschichten drüber erzählen, aber es soll jetzt heute Abend nicht das Thema sein, auch wenn es ein Stück Landesgeschichte darstellt, davon bin ich überzeugt. Was mich aber freut, ist, dass es aufgearbeitet wird und dass auch solche Seiten der Landesgeschichte zu Wort kommen. Denn bei der letzten Ausstellung auf dem Hohen Asperg, die dessen eigene Geschichte beleuchtet, da war das noch nicht möglich. Also auch für mich persönlich ein Stück Geschichtsaufarbeitung, das ich wirklich sehr erfreulich fand. Das Buch ist interessant, es ist kein normales Geschichtsbuch, also man kriegt jetzt nicht 60 Jahre am Stück, die man dann Kapitel für Kapitel abarbeiten muss, sondern es werden Orte, die geschichtsrelevant sind, beleuchtet. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes Werk, ich kann es Ihnen nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob wir haben da, das muss doch der Buchberg sein, richtig? Wir haben da eine größere Anzahl Exemplare hier zur Verfügung. Ich kann es nur empfehlen, dass Sie sich da auch bedienen. Ich nehme an, es ist nicht umsonst, aber gibt es noch so kostet. Ja, also Landesjubiläum Schwäbisch wird das gemacht, das kostet das Buch. Das finde ich irgendwo auch richtig und passend, weil es nichts kostet, ist nichts wert. Also Sie könnten das Buch dort zum Preis von 15. Und stark subventioniert. Stark subventioniert, aber nicht umsonst. Von 15 Euro erlauben, das will ich